Der Abriss der Industrie Brache Louis-Ferdinand-Schönherr-Straße 6. Es handelt sich um den Gebäudekomplex der ehemaligen Gardinen- und Textilfabrik Blaugard, ist zumindest optisch fast abgeschlossen. An das markante Gebäude erinnern derzeit nur noch große Abraumhalden und auch die werden bald verschwinden. Die Blaugard ist Geschichte. Der komplette Abriss soll im Mai beendet sein. Die abschließenden Bauarbeiten für die nachfolgende Nutzung dauern bis voraussichtlich Ende 2021. Für den Abbruch waren rund 770.000 Euro eingeplant. Die Stadt erhält 80% Fördermittel aus EFRE-Fördermitteln, programmintegrierte Brachflächenentwicklung. Auf dem Gelände will die Stadt Plauen eine Freizeitanlage mit Spielmöglichkeiten für Kinder verschiedener Altersgruppen und einen Verkehrsübungsplatz zur Kinderverkehrserziehung mit Schulungsgebäude errichten. Das gesamte Gelände hat eine Größe von rund 7.700 Quadratmetern. Der Baubeginn ist im Juni 2021 geplant, sodass die Fläche bis Ende November 2021 fertiggestellt werden kann.